Und weiter geht's. Die Osmanen sind immer noch am Ausbrechen aus der Belagerung von Iasi in Moldawien. Wir haben zweimal Linieninfanterie, einmal Regiment zu Pferde, welches auch schon ein Erfahrungspünktchen für sich verbuchen kann. Ein Regiment Miliz und ein Drei-Sterne-General. Und die Osmanen haben zweimal 1800 Fußartillerie, zweimal Israelis, dreimal Bevölkerung mit Musketen als Mob und einmal den Obermob, die Muslims. Und ja, ich gehe direkt in die Schlacht und hoffe, dass wir die Feinde abwehren können. Wenn wir das getan haben, bei möglichst wenigen geringen eigenen Verlusten, dann sollte es uns auch möglich sein, danach Moldawien einzunehmen. Und dann hätten die Osmanen in Europa bereits 5 Provinzen verloren. 4 Bosnien, Serbien, Bulgarien und Rumänien an die Österreicher und immerhin eine dann Moldawien an uns. Und dann haben wir zumindest ein ganz bisschen Beute gemacht, wobei natürlich dann auch klar ist, dass wir mit dem Krieg gegen das Osmanische Reich nicht mehr viel erreichen werden. Vielleicht kann man sogar ein Friedensabkommen mittelfristig schließen, während gegen die Österreicher dann schon 2 der 4 Provinzen halten, die wir noch erobern müssen. Österreich selbst natürlich und Rumänien. Und damit könnte unser jetziger Verbündeter noch ein ganz, ganz großer Knackpunkt werden. Und das wird noch richtig schwierig, mit den Österreichern klarzukommen. Aber gut, das ist noch Zukunftsmusik. Jetzt gilt es erstmal, Moldawien zu erobern in einem zweischrittigen Verfahren. Der erste Schritt kommt jetzt, nämlich die Verteidigung gegen die Osmanen. Und danach werden wir richtig loslegen. Gut, alles klar. Die Truppen sind sehr schnell aufgestellt. Miliz kommt auf die Flanke und Kavallerie hierhin. Und der General versteckt sich ein bisschen. Los geht's! Die Osmanen haben sich unten am Hügel positioniert. Sie müssen natürlich angreifen. Erstens sind sie in der Mehrzahl. Das ist natürlich nicht der Hauptgrund. Der Hauptgrund ist, dass sie formal die Angreifer sind. Und sie haben Artillerie. Also aufpassen mit den Kavallerieeinheiten. Ganz wichtig. Da geht es schon gleich gut los. Und unsere Truppen nehmen einigen Schaden. Die Artillerie haben sie hier aufgestellt. Dass sie dort hinschießen kann, verstehe ich nicht. Naja, egal. Da kommen Bürger und Musketen und Muslims. Oder Bevölkerung mit Musketen, alles klar. Richtige Bürger sind das also nicht bei denen offensichtlich. Aua, aua, aua. Jetzt verlieren wir noch einiges an Truppen. Die Milizen hatten sich eingegraben. Ich hole sie wieder raus. Und die können sie ein bisschen weiter aufstellen. Aus zwei Gründen. Erstens, weil dann mehr Leute schießen. Und zweitens, weil dann die Kanonenkugeln nicht mehr ganz so gefährlich sind. Und der General kommt auch mit zur moralischen Unterstützung. So, die Truppen der Osmanen machen einen schiefen Flankenmarsch so ein bisschen. Und wir rücken nach. Irgendwann haben wir die Artillerie erreicht. Da, jetzt haben wir sie in Reichweite. Das ist ebenfalls Bevölkerung und Musketen. Und Feuer bitte. Nein, doch nicht. Hier kommt Kavallerie hin. Und wir rücken weiter vor. Wenn ich hören will, muss fühlen. Muslims, eine reine Nahkampfeinheit. Da haben wir unser Ringbajonett, sind also gut ausgestattet. Und die übernehmen wir schon mal so, während die mal hier schon mal direkt einknicken. Hierzu beschlossen. Und tschüss. So, die erste Einheit der Osmanen sollte bereits jetzt weg sein. Hallo, was killt ihr denn an meinen Leuten? Das ist ja furchtbar. 11 Pferde haben wir schon verloren. Das ist bereits eine Israelis. Seiten sind die 18 Pfünder. Und wir ziehen uns direkt zurück, um jetzt da direkt reinzuballern. Ganz genau, auf die Israelis. Ihr sollt euch zurückziehen, bitte. Ach, die Israelis sind wanken schon. Dann schießen wir mal schön drauf. Dann haben wir ja direkt die Möglichkeit, die vielleicht zurückzuschlagen. Standhaft. Dann ist das alles egal. Dann zurück. Und es ist wichtig, dass jetzt unsere Truppen darauf ballern. Hier haben wir die Bauern. Was ist da hinten los? Muslims gegen Miliz. Das ist also schwache Einheit gegen schwache Einheit. Da ziehen sie die Artillerie vor. Die will ich deswegen jetzt überfallen. Da ist die nächste Orte Israelis. Wird also spannend, das Ganze. Dann gehen wir erst auf die zweite. Außer Atem schon. Mist. Die Israelis machen Quatsch. Die stehen da. Da haben wir eine gebrochene Bevölkerungseinheit. Die ist gleich weg. Ebenso wie die Kanonen dahinter.
Jawohl. Gut, die Kanonen sind fast weg. Die Bevölkerung ist weg, sie ist erschüttert. Jawohl, der General der Osmanen ist tot, das ist gut. Alles klar. Und die Einheitskanone ist komplett weg. Die Artillerie kann sich kurz zurückziehen, messen hier und sich erholen. Und unsere Infanterie ist begeistert. Perfekt. Und kämpft in begeisterter Fassung gegen Israelis, oder wie die heißen, während sich jede Menge Muslims zurückziehen. Und hier haben wir nochmal Bürger und Musketen, die sind gebrochen. Und wir haben Artillerie, die da langläuft. Die kann man auch nochmal ein bisschen verfolgen. Fortfahren. Ist ja fast alles übrig geblieben. Die sind nicht so wichtig, aber die Artillerie wäre noch ganz wichtig, die zu zerstören. Ich beschleunige mal ganz kurz. So, die kommen auch noch rein, der General. Und dann bitte auf die Artillerie nochmal. Dass davon möglichst wenig übrig bleibt. Das sieht gut aus. Gewonnen. Gut. Alles klar. Wir haben 120 Verluste, der Feind 478. Und das ist also ein klarer Sieg für uns. Russland zieht und gleich danach Schweden. Das waren jetzt zwei Schlachten, die wir schlagen mussten, weil die Feinde uns angegriffen haben. Also eine ganz schön aufreibende Runde. Vielleicht ergibt sich ja bald eine Möglichkeit, doch Brandenburg nochmal zu erobern. Wobei ich jetzt wirklich gerne nochmal einen Spion wieder hätte. Der fehlt uns echt. Das merke ich wirklich. Vielleicht kann man ja eine der Stadt jetzt in der Poststation ausbauen, die jetzt bald kommen. Also, der Karabiner wurde erforscht. Das ist sehr, sehr gut. Und dann kann, genau, die verbesserten Granaten sind wichtig, damit wir irgendwann mal hier weiterkommen mit der Artillerie. Und bessere Dinge kann man ohnehin zur Zeit kaum erforschen. Alles klar, machen wir so weiter. Ah, sehr gut. Bücher sind das Behältnis Wissen, werter Herr. Ein verstaubter Bibliothekar, der die Forschung hier in Galizien nochmal deutlich befeuert. Dass wir jetzt einen 6-Sterne-Mann bei der Forschung haben hier. 27 Jahre jung, von dem wir noch lange was haben. Nee, das geht so. Gut. Und im Kurland ist Artillerie fertig geworden. Und die Schweden halten hier jetzt 12 Truppen. Das ist, davon sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Provinzkavalleristen. Zweimal Milizen und zweimal Linieninfanterie. Das ist die Gelegenheit für mich eigentlich anzugreifen. Und ich denke, genau das tun wir jetzt auch. Wir greifen die Stadt an, aber belagern sie erstmal nur. So, genau. Aber wie gesagt, okay, ich kann Kapitulation verlangen. Werden sie nicht machen. Deswegen belagern wir die erstmal. 4 Runden ist prognostiziert, wird es dauern. Ich baue hier eine Blitz nach. Und jetzt könnten wir auch entweder eine zweite Uni bauen oder meine Drillschule. Ich glaube, ich baue meine Drillschule hier in Polen, damit wir auch nochmal ein bisschen weiterkommen. Die preußischen Truppen stehen da. Ich kann leider nicht erkennen, ob in Brandenburg was steht. Ich würde gerne mal nachgucken. Vielleicht mit einer Einheit Milizen mal nachgucken. Vielleicht die Bauernhöfe überfallen, dann gleich wieder abhauen. Könnte man natürlich mal machen. Aber am Ende reizen wir die Preußen damit noch. Ich mach's trotzdem. Lusitania wird angegriffen. Da sind Truppen. Und da auch. Alles klar, zurück. Also in Berlin steht eine volle Armee mit Totenkopf-Husaren. Haben wir schon wieder gleich ausgebildet, die Wichser. Und dann wissen wir wenigstens Bescheid. Also Berlin ist erstmal unangreifbar für uns. Und die Truppen müssen dringend aufgerüstet werden. Das kostet uns über 4000 Goldstücke. Dann brauchen wir gar nicht erst über andere Dinge zu reden. Die müssen natürlich aufgerüstet werden. Gesellschaftsvertrag für 1000. Ja, danke. Maratenreich. Die beiden Sachen für 2000. Ihr seid sehr pissig, muss ich euch mal sagen. Wirklich, das geht so gar nicht. Bayern. 500 für die beiden Militärtechnologien. Danke. Und dann breche ich jetzt den Bau der Drillschule ab. So, das kann nochmal warten, eine Runde. Haben wir das Geld schon? Nein, noch nicht ganz.
Ein bisschen was brauchen wir noch. Ah ja, die Irokesen kann man versorgen. Mit solchen schönen Dingen. Tausend. Nein. Mysur. Für 2000. Nee, das ist mir zu viel. Nur das und das für 1000 mache ich wohl. Gut, dann danke dafür. Und die Truppen werden aufgerüstet. Und wir haben noch ein bisschen Geld. Huch. Stopp! Oh, ich bin ausgerutscht mit der Maus. Dann ist die Maus, also die rechte Maustaste ist gegen ein Wasserglas gestoßen. Und dann habe ich ihn außerdem losgeschickt. Sachen gibt's. Also hier im Kolan könnte man noch was ausbilden. Oder halt in Litauen. Aber ich sehe die Notwendigkeit dafür erstmal noch nicht. Denn solange die Truppen sich da befinden, ist alles gut. Und hier eigentlich auch. Ich glaube, wir könnten jetzt mal den Sack zumachen hier im Süden. Ich speichere mal, oder ich lasse ihn mal kapitulieren. Nein, machen sie nicht. Dann speichere ich ganz kurz, weil ich nie weiß, ob das hier jetzt klappt. Es klappt. Sieg. Moldawien gehört uns. Sehr gut. Und wir reparieren die Provinz, die natürlich Remi-Demi macht. Religiöse Unruhe, 4 Punkte. In 23 Runden ist Tigiana hier an der Küste fertig. Und wir bauen jetzt direkt den Bauernhof auf. In Taraklia, damit das ein bisschen schneller geht. Wir haben hier einfache Straßen, die müssen wir natürlich auch ausbauen. Und diverse andere Dinge. Und wir haben eine Eisenmine, die uns 700 Provinzwohlstand gibt. Einen ganzen Batzen. Ansonsten müssen wir hier erstmal fleißig, kräftig aufrüsten. Der Imam muss natürlich weg. So, Moral und Moral. Das ist, ach so, Kavallerist. Ach, wie schön. Also, der Mann hat jetzt 4 Sterne, weil er Kavallerie anführt. Die eigene Generalseinheit zählt dann auch immer als Kavallerie. Und man könnte den Osmanen tatsächlich mal vorschlagen, doch mal mit dem Krieg aufzuhören, wie ich finde. Frieden anbieten, Bündnis natürlich nicht. Nein. Gut, aber da sie eh keinen Handelsvertrag mit uns machen könnten, können wir es auch aufgeben. Wir könnten auch mit Preußen noch mal ganz kurz was probieren. Jetzt, wo die Preußen einmal auf den Sack bekommen haben, haben sie vielleicht mehr Spaß am Frieden. Nicht Bündnis. Nicht Bündnis. Handelsabkommen plus Frieden. Nein, machen sie auch nicht. Gut. Russland hat Finnland erobert. Das ist auch eine sehr gute Entwicklung. Dann sollte es nicht mehr lange dauern, bis auch in Germanland fällt. Und dann können wir mit Estland-Lifland hier fleißig weitermachen. Dann haben die Schweden 3 Provinzen hier verloren, wenn das denn so kommt. Und haben nur noch ihre 3 westlichen Provinzen. Norwegen, Schweden, Dänemark. Dann sind die schon mal stark geschwächt. Eine Runde noch bis zum Hafen. Das wird geil. Haben wir endlich einen Hafen. Gut. Gut. Ihr bleibt dort, so wie ihr seid. Weil theoretisch könnten wir auch angreifen, wenn wir die Festung knacken können, sollte das eigentlich möglich sein hier. Ja, würde ich doch sagen, oder? Wir könnten die Schweden tatsächlich angreifen. Das wäre eine Möglichkeit. Auf der Karte sieht es jetzt sehr nett aus. Die Osmanen sind komplett weg aus der Gegend und haben wir neue Handelsmöglichkeiten? Nein, kann eigentlich nicht. Nee. Auch ist in Moldawien leider kein Hafen. Nur in Krim noch und Bulgarien. Und den Imam, den kriegen wir auch schon noch weg. Den kriegen wir schon noch weg. Okay, ja, soll ich jetzt einfach erst Estland angreifen? Ich weiß was, ich mache das einfach mal. Je früher die Schweden die Provinz verlieren, desto besser ist es. Auf nach Riga! So. Sie haben, oh, die Milizen sind sogar erst angeschlagen, auch die Kavallerie teilweise. Infanterie ist vollzählig, Kavallerie auch meistens und ein paar Bürger noch dazu, 3 Stück. Wir sind sogar zahlenmäßig überlegen und ich glaube, mit der Quadratformation unserer Artillerie werden wir keine Probleme haben, diese Armee zu besiegen. Auf geht's in die Schlacht. Die Kanonen werden wir auf die Festung ballern und dann werden wir die Infanterie, die schwedische Kavallerie vernichten lassen. Und die schwedische Kavallerie hat mit Ausnahme eben der von ihm jetzt eingesetzten Provinzkavallerie ja immer 20 Mann mehr. Die Garde-Kavallerie hat auch nicht 20 Mann mehr, aber Regimentspferde 20 Mann mehr, Dragoner, also leichte Dragoner und Dragoner haben das, Regimentspferde und die schwere Kavallerie auch, was eben die schwedische Kavallerie zu einer sehr besonderen, starken Kavallerie macht.
einen leichten Dagoner und die schwere Kavallerie, also letztere ist praktisch wie Gardekavallerie, hat zwar nicht die Werte, aber dadurch, dass es 20 Mann mehr sind, kann sie sogar die stärksten Gardekavallerieeinheiten teilweise schlagen, wenn die Bedingungen günstig sind. So, also hier ist das Olle vor. Das muss ja nicht sein. Und da werden wir einfach mit schönen Artillerieblock gleich fein drauf ballern. Dem Hügel hier bitte nicht. Hierhin ist, glaube ich, besser. Ja, da sollte uns nichts im Weg stehen. Immer feste Druff, sage ich da nur. Und das 4., das 12., das 14. Infanterieregiment machen mal hier die Front auf. Der Kollege versteckt sich im Wald. Und die beiden letzten Infanterieregimenter machen das Ganze nochmal hier zu unserer Rechten. Und wir haben noch dreimal Kavallerie. Die kann ich auch als Block mal irgendwo hinstellen. Am besten hier auf diese rechte Flanke, weil da meistens die Feinde sich hinstellen. Und los geht's!